Yeah, you're live. Für die Blumenszene. Blumen. Das cuteste Pärchen der Welt. Nicht wundern, warum unsere Haare alle so aussehen. Wir wurden gerade von den hier frisiert. Eine Woche fettige Haare. Wir tun da noch Eiswürfel rein, dann ist es die Ice Oil Challenge. Ja. Matheunterricht, wie sieht der bei uns aus? Wir bekommen jede Nacht durch die Zeitverschiebung, ja, unsere Matheaufgaben, die wir jetzt hier in Gruppenarbeit, teilweise aber auch alleine bearbeiten und dann wieder zurück an unsere Lehrerin mit Hilfe eines Programms, welches Warpweaver heißt, schicken. Da kann sie sich das dann anschauen, korrigieren und Feedback dazu geben. Wir haben auch manchmal Videokonferenzen mit unserer Lehrerin, zum Beispiel heute Abend wird das auch der Fall sein. Da können wir ihr dann so ein paar Fragen stellen, was den Matheunterricht betrifft. Irgendwelche Fragen, wenn irgendetwas unklar ist oder sowas, sodass wir auch ja, ein bisschen mit dem Lehrer reden können. Und ich glaube, das ist auch ziemlich wichtig im Unterricht, dadurch, dass die Lehrer ja gar nicht hier sind, sondern in Deutschland sitzen. Und heute Abend geht es dann weiter, beziehungsweise hier eigentlich direkt danach geht es weiter mit Politik und Wirtschaft. Da haben wir so Themen bekommen, zu der wir eine Präsentation machen sollen. Und ja, da haben wir, glaube ich, alle noch ein bisschen was zu tun. Denn wir müssen da jetzt noch präsentieren und das wird auch aufgenommen auf Video, dann an unser Lehrer für Politik und Wirtschaft geschickt und der bewertet dann diese Präsentation. Ich glaube, das wird ziemlich witzig. Witzig.